hier zu Kaporiki GX Schillen, da läuft natürlich die Kollektion. Hier mit 4 Booster Packs und den Kaporiki GX Box und der Riesenkarte Kaporiki GX Box. Und wir werden sie aufmachen, wenn ich wüsste, wie man das am besten aufmacht. Aber auf der Seite ein bisschen aufreißen, okay. Oh, nein, jetzt habe ich die Schachtel kaputt gemacht. Oh, warum ist das so fest? Das ist sicher. Okay, es ist offen, es ist offen. Alle beruhigen sich. Hier leider ein Riss. Okay. Die Schachtel ist weg. Die Schutzfolie oben ist auch weg. Die Karte schaut ein bisschen eingequetscht aus. Nehmen wir lieber gleich mal raus. Hier, Kaporiki GX. Ist wie das normale Kaporiki GX, nur halt ist es hier das Schillende. Sehr gut. Kommt einfach so rein. Ich habe natürlich auch schon vorher die Box geöffnet von normalen Kaporiki und Kaputoro. Also einfach mal nachschauen. Und ja, Himmelhohen Clown 130 an Kapodonner GX. 50 Mal der angelegten Energien des Gegners. An alle angelegten Energien, also auch von der Bank. Das ist sehr, sehr gut. Gut, dann einmal Stunde der Wächter, einmal Sonne und Mond, einmal Stunde der Wächter und einmal nochmal Sonne und Mond und die Riesenkarte. So, öffnen wir zuerst mal natürlich Sonne und Mond, um zu sehen, was da alles drinnen ist. Oh, okay, vielleicht, ja, ich krieg's sogar gut auf, seht ihr, was für ein Meisterwerk. So, ein Wommel, sehr liebes Pokémon, Lampi, Bobungus, ein Panzereron, das schaut eigentlich ziemlich gut aus vom Artwork her, ein Raupi, eine Primarine, ja und ein Donarion mit kräftiger Aufladungsfähigkeit. Das ist sehr gut eigentlich für Blitz und Blatt. Pflanzenenergie zu suchen. Also es ist Phase 2 Pokémon, das ist wieder ein bisschen heftig. Alola Radikal Lusardin mit Fähigkeit der Rückkehr. Was? Drückebergerei Energie zu gewinnen. Ja, okay. Nächstes Sonne und Mond Booster Pack. Okay. Nein, nein, das ist jetzt diesmal nicht so gut aufgegangen. Ich sehe schon ein Pokémon, ein Rubel. Gut. Rubel, Yorklef, Paras, ein Ibitak, ein Flammiau auch wieder, ein Trank, ja, 30 Punkte, naja, und ein Cosmowum, ein Teleport, naja, okay, ist nur für die Entwicklung auch noch gut. Schmidtach mal, Mitsunda, Weiterentwicklung von Flammiau, Energieumschalter. Nicht so gut dabei. Nehmen wir hier Grandiras Artwork hier drauf. Stunde der Wächter. Mal schauen, ob hier etwas Gutes dabei ist. Okay. Ein Tramurx, ein Alola Sandern, schon wieder dieser böse kleine Eis Sandern. Macholo, Scharnierer, ein Schnecke, ein Pampuli und ein Felinara GX Full Art. Zauberband, der Suche dein Deck nach bis zu 3 Karten, indem sie auf deine Hand mischen, anschließend dein Deck Feenbrise 110, 3 Energie an Felin GX, gibt deinem Gegner 2 Pokémon von seiner Bank und alle an sie angelegten Energiekarten auf seine Hand. Du kannst nur pro Spielzeug eine GX-Attacke einsetzen. 200 in Phase 1. Man kann diese Evoli so schnell entwickeln mit ihrer Fähigkeit. Das ist wow. Es fühlt sich auch noch so gut an. Die legen wir hierher. Blitzenergie, Pixie, Metank und Wahlband. Und hier noch mal eine Stunde Wächter. Mal schauen. Felinara GX Full Art. Sehr gut. So, mal schauen, was in diesem Booster Pack jetzt noch drinnen ist. Kann das noch übertroffen werden? Wahrscheinlich eben nicht. Iguana, Tanhel, Tentacher, Pipi, Schmerbe, ein Lichtel und ein Tortonator. Blitzenergie, Hypnomorba, Energieaufbereitung und Top-Trank. Ein Felinara GX war hier dabei. Und natürlich das schillende Kaporiki GX-Monster.
Sehr schön, muss ich sagen, sehr schön. Ja. Also, wie gesagt, ich werde noch Online-Spiele machen mit vorübergehenden Pflanzen. Pokémon. Und wenn wieder ein paar interessante Timboxen oder Kollektionen rauskommen, werde ich diese natürlich auch wieder öffnen. Und schreibt einfach in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was für Karten sehen wollt, was für ein Deck, Feuerpflanze. Ich hätte auch vorgehabt, das Alola Vulnona Deck in Pokémon Online zu holen und darüber ein Themendeck zu machen, weil er das die Fähigkeit hat, dass es ja gegnerische GX und X-Karten, ja, die Angriffe keinen Schaden nimmt und so weiter, denke ich mal, glaube ich zumindest, bilde ich mir jetzt gerade ein. Und ja, schreibt mir sonst einfach alles, was ihr noch sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal.